Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 mit dem FC Bayern München. So, heute geht's los, der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison steht an und wir haben heute das erste Spiel an der Försterei, an der alten Försterei, und zwar gegen Union Berlin. Ja, das wird ein interessantes Spiel werden. Ich würde sagen, wir schauen mal die beiden Aufstellungen an und dann gehen wir auch direkt rein. Also bei Union Berlin Becker und Leveling vorne, dann haben wir Torsby mit Khedira und Haberer im Mittelfeld und eine 5er Abwehrkette. Das wird nicht einfach werden, die zu überwinden. Gieselmann links, Ryerson rechts, dann haben wir Baumgartel, Leite, Dürki, was die Abwehr dann komplett machen, und Rönnhoff im Tor. So, auf der anderen Seite die Bayern ein bisschen durchrotiert. Mané vorne, Coman links, Gnabry rechts, dann haben wir Müller, Sabitzer und Kimmich im Mittelfeld und die Abwehr mit Alphonso Davies, De Ligt, Upamecano, Benjamin Pavard und im Tor Manuel Neuer. So, das Ganze natürlich wieder auf Legende. Spielschwierigkeit Legende. Und dann gucken wir mal, was es hier und heute zu sehen gibt. Ja, in Wirklichkeit Union Berlin sensationell, möchte man sagen, in dieser Bundesliga-Saison. Spiel momentan um die Tabellenspitze mit. Ich bin gespannt, ob es hier auch so wird. Deswegen unterschätzen darf man die Jungs definitiv nicht. Ja, und anscheinend gibt es jetzt zu jedem Spiel so einen kleinen Einspieler. Ja, gucken wir mal. Wir werden natürlich auf die Tabelle auch immer schauen. Ich weiß noch nicht, wie ich es diesmal mache. Ob man immer am Ende des Spieltags dann auf die Tabelle schauen. Ich denke, das wäre das Sinnvollste wahrscheinlich. Gut, und dann kommen auch schon beide Teams rein ins Spiel, es geht also wieder los. Und ja, nachdem wir beim letzten Mal leider im DFL Supercup-Finale gegen Dortmund im Elfmeterschießen knapp verloren haben, heißt es heute auf jeden Fall 3 Punkte mitnehmen. Das ist das große Ziel natürlich und das müssen wir auch erfüllen, ansonsten kann man schon mit einer kleinen, ja, Krise in die Saison starten, möchte man sagen. Gut, jetzt haben wir genug gequatscht, jetzt legen wir los. Anstoß gibt es für den Gastgeber, für Union Berlin, und dann geht es rein in die ersten 45 Minuten. Und ja, wie gesagt, in Wirklichkeit Union Berlin bärenstark in dieser Saison, deswegen, die dürfen wir heute keinesfalls unterschätzen. Mal schauen, wie es heute ausgehen wird. So, erster Angriff bei Union läuft schon mal nach vorne. So, da ist Khedira am Ball. Doppelpass hier mit Haberer, bekommt den Ball wieder hin und ab der Ball mal in die Sturmspitze. Die Bayern kommen bis jetzt noch nicht entscheidend dazwischen und es gibt direkt den ersten Abschluss von Union Berlin. Das ist stark gespielt gewesen und Neuer ist zum Glück da und es wird direkt gefährlich. Es gibt Eckball für den Gastgeber. So, kurze Variante, sind direkt 2 Bayern-Spieler da, versuchen hier zu stören. Und jetzt auch der FC Bayern München, nein, wird zurückgepfiffen. Foulspiel von, ich glaube, von Kingsley Coman war es. Deswegen Freistoß für Union Berlin. Der kommt hoch hinein. Neuer ist da, aber irgendwie nicht so wirklich. Aber die Bayern können sie jetzt zum ersten Mal befreien und kommen über Marcel Sabitzer. Der wird sofort unter Druck gesetzt, bringt aber den Ball noch zu Gnabry. Und der zieht jetzt mal durch. Serge Gnabry, das ist die Chance für die Bayern. Gnabry probiert es mit dem Abschluss. Scheitert aber an Rönnhoff in der 10. Minute. Erste Chance für die Bayern. Serge Gnabry mit dem Abschluss. Und der Bayern-Trainer ein bisschen miese Miene, kann man so sagen. So, jetzt der Eckball über Joshua Kimmich. Kommt gut rein, da ist Mané mit dabei. Verliert er jetzt das Kopfballduell, aber Gnabry holt sich den Ball. Und weiter geht's zu Kingsley Coman. Coman sucht die Lücke. Und findet sie auch, aber wieder ist Rönnhoff zur Stelle, der jetzt schon 2-mal eingreifen musste. Gut gesehen. Oh, der schöne Schuss. Gut abgeschlossen von Kingsley Coman. So, nächste Chance, nächster Eckball für die Bayern. Joshua Kimmich. Die sind wieder ein bisschen kürzer. Momentan wird noch nichts aus, die Eckbälle. So, jetzt Kingsley Coman. Zurück zu Sabitzer. Aber Union Berlin steht jetzt erstmal kompakt hinten drin. Aha, und dann der Fehlpass von Sabitzer. Das war nicht so geplant, der hätte eigentlich zu Sadio Mané gehen sollen. So, jetzt Union Berlin versucht sie erstmal zu befreien. Wird aber energisch von De Ligt gestört und auch aufgehalten. So, jetzt wieder Kingsley Coman. Bis jetzt einer der auffälligsten bei den Bayern am heutigen Tage. Coman hält den Ball gut. Da geht Alphonso Davies, gut gesehen von Coman. So, Alphonso Davies zu Sabitzer. Sabitzer legt aber in die Mitte zu Kimmich, der probiert's. Oh. 20 Minuten durch. Die Bayern übernehmen langsam aber sicher das Zepter heute. Und drücken auf das 1:0. Schöner Schuss von Kimmich, der aber dann doch fast einen halben Meter übers Tor drüber fliegt. Erstmal keine große Gefahr wieder für Rönnhoff im Tor. Der Berliner. So, langer Abschlag diesmal. Upamecano gewinnt das Kopfballduell, kann aber nicht den Ball sinnvoll weiterköpfen. Und jetzt hat Union Berlin auf einmal eine Chance hier.
aber sofort wieder gestört. Stark gemacht von Sabitzer. Und jetzt mal Thomas Müller am Ball. Von dem haben wir bis jetzt heute nicht so viel gesehen. So, Sabitzer wieder zu Müller. Wieder Sabitzer. Spiel damit zurück zu Kimmich. Chance ist da. Joshua Kimmich sucht die Lücke. Och. Die Bayern verzweifeln gerade ein bisschen. Der schleicht knapp am Tor vorbei. Abschluss von Joshua Kimmich. Also Union Berlin bis jetzt mit diesem 0:0 recht gut bedient. Die Bayern lassen die großen Torchancen liegen. Aber holen sie die nächsten. Bei wieder über Sadio Mané. Und ab geht's über Marcel Sabitzer. Aber dann bekommt Thomas Müller den Ball nicht. Aber die Bayern müssen natürlich aufpassen. Wenn sie zu offensiv rangehen, dann machen sie hinten natürlich die Schotten zu sehr auf. Und dann könnte Union Berlin natürlich mal mit einem Nadelstich das Spiel auf den Kopf stellen. So, aber die Berliner spielen erstmal den Ball sicher in den eigenen Reihen rum. Jetzt mal ein Ausbruch nach vorne. Aber Alphonso Davies ist da und holt sogar den Einwurf für die Bayern raus. Stark gemacht, Alphonso Davies. So, komm mal. Ja, da geht es wieder zu Sabitzer. Der macht richtig viel in dieser ersten Halbzeit. Bis jetzt Marcel Sabitzer, einer der auffälligsten bei den Bayern. So, Kingsley Coman zu Sadio Mané. Mané zieht hier durch, kommt auch durch. Mané mit dem Pass hier mit. Das ist die Riesenchance und Rönnhoff hält den. Müller kriegt ihn nicht über die Linie. Ein Riesending hier, Thomas Müller. Und ganz ehrlich, den muss er machen. Also was brauchen die Bayern denn noch für Chancen, wenn sie den nicht reinmachen? So, nächste Chance, wieder Eckball für die Bayern. Kommt gut rein, wird er wieder abgefangen. Da ist Kingsley Coman, der sucht die Schussposition. Schwerer zu Sabitzer, Sabitzer mit dem Abschluss, abgefangen. Das war der Befreiungsschlag, aber der landet beim eigenen Mann. Bei Khedira in dem Fall. So, jetzt müssen die Bayern ein bisschen aufpassen. Jetzt, oh, und dann das Foulspiel von Pavard, das wird die gelbe Karte nach sich ziehen. Ja. Das war ein bisschen ungestüm. Benjamin Pavard, 40. Minute. Gelbe Karte, zu Recht. Aber wie gesagt, das hätten wir auch ein bisschen eleganter lösen können in der Situation. So, und jetzt Union Berlin mal wieder am 16. der Bayern unterwegs. Aber da kommt nicht viel. Also die hatten eine Chance zu Beginn des Spiels. Aber ansonsten kommt da nicht viel von Union Berlin. Aber gut, sie halten immer noch das 0:0. Und haben jetzt vielleicht nur die Chance hier dagegen. Aber jetzt Pavard stark. So löst man den Zweikampf fair. So, jetzt Thomas Müller. Müller zu Davies. Der schickt Kingsley Coman auf die Reise. Kurz vor der Halbzeitpause bahnt sie nochmal was an für die Bayern. So, Coman. Sucht Müller wieder. Müller, Sabitzer. Der sieht Kimmich, Kimmich. Ah, das dauert zu lange und ist ein bisschen ideenlos gewesen in der Situation. Und dann geht es in die Halbzeitpause. Also, die Bayern dominieren das Spiel. Haben die Torchancen. Müller wahrscheinlich die größte Torchance. Ganz ehrlich, den muss er machen. Aber hat er nicht gemacht. Und damit steht es zur Halbzeitpause enttäuschend 0:0. Und mal schauen, was die zweite Halbzeit so bereitet. Wie gesagt, bis jetzt die Bayern überragend. Es fehlt halt nur das eine Tor. Ja, man sieht so bei den erwarteten Tore. Es wäre verdient, die Führung. Aber man kann nichts machen. So, Coman ist schon ein bisschen runtergelaufen. Werden wir wahrscheinlich zeitnah auswechseln. So, jetzt geht es aber erstmal weiter mit der zweiten Halbzeit hier an der alten Försterei der FC Bayern München gegen Union Berlin. Zur Halbzeitpause steht es 0:0. Das 1:0 wäre schon überfällig gewesen für die Bayern, aber Union hält hier erstmal noch die 0 hinten. So, aber die Bayern kommen über Gnabry. Der zieht in die 16 rein, wird dann nicht wirklich angegriffen. Pass in die Mitte, das ist gefährlich. Einfach mal so einen zufälligen Pass in die Mitte schlagen. So, und Sadio Mané angegangen, aber Schiedsrichter sagt alles fair. Und Union Berlin versucht jetzt spielerisch hinten raus zu befreien, aber Fehlpass, Pavard passt da gut auf. Und ab geht's hier Thomas Müller. So, Sabitzer geht mit. Außen, warte, come on ein bisschen. So, Sadio Mané zu Kimmich. Kimmich hat einen guten Schuss, Kimmich, und der ist drin. Endlich. 55. Minute und da ist das 1:0 für die Bayern. Und das ist komplett verdient nach aktueller Spielzeit. Schön gemacht. Kimmich hatte schon eine gute Chance in der ersten Halbzeit und jetzt aus 17,8 Meter schön geschossen. Und ja, das sieht Rönnhoff nicht so gut aus. War dann abgefälscht. Ich kann es nicht genau sehen in der Wiederholung. Das würde ihm egal sein. Und dann ist er der Erste, der in dieser Saison für die Bayern das Tor macht.
55. Minute. Hat lang gedauert, bis die Bayern hier endlich in Führung gehen. 1:0. Und wie gesagt, nach dem aktuellen Spielverlauf absolut verdient. Sie haben richtig gekämpft für dieses Tor und jetzt ist es auch endlich passiert. 1:0 für die Bayern. Also, Joshua Kimmich beginnt also mit dem ersten Tor für die Bayern in dieser Bundesliga-Saison. So, jetzt mal schauen, was Union Berlin auf diesen Gegentreffer antworten wird. Sie kommen auf jeden Fall schon mal mutig nach vorne. Direkt mit dem Gegenangriff. Schöner Pass als Haberer. Direkt im 16er. Direkt die Chance hier vielleicht für den Ausgleich. Nein, Alphonso Davies stört. Als ob das ein Elf ist. Elfmeter für Union Berlin. Wo war das denn ein Elfmeter? Ja, ist Elfmeter. So, wir wechseln aus. Also Union Berlin wechselt und wir werden auch auswechseln bringen. Leroy Sané, Musiala für Müller und Sabitzer darf auch runter, für ihn kommt Leon Goretzka. Und jetzt natürlich die Riesenchance, direkt nach dem Rückstand kann Union Berlin hier wieder zurückkommen. Per Elfmeter. So, jetzt die angesprochenen Wechsel, auch die Bayern wechseln jetzt eben dreimal. Und jetzt gibt es die Chance für Union Berlin hier zurückzukommen, aus dem Nichts. Mit diesem Elfmeter. So, Becker gegen Neuer und er macht ihn sicher rein. Und Union Berlin mit dem 1:1 Ausgleichstreffer. 62. Minute. Direkt mit dem Gegenangriff eigentlich bekommt Union Berlin diesen Elfmeter. Und das machen sie eiskalt. Neuer in die falsche Ecke geschickt. Ja, bitter, richtig bitter für die Bayern. Die haben sich diese Führung so hart erkämpft und müssen jetzt so schnell diese Führung wieder abgeben. Gut, halbe Stunde bleibt noch. Dennoch, sowas ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. So, jetzt Musiala am Ball. Kam frisch ins Spiel, hat natürlich nur Power. Versucht jetzt direkt mal ein paar Akzente zu setzen. Weiter geht's zu Gnabry. Zuerst Gnabry will wieder reinsetzen, schafft er auch. Gnabry, Gnabry. Passt ihm mit, jetzt gut! Und das ist direkt die Antwort wieder. Und es ist Leon Goretzka. Kam gerade frisch rein und bekommt diesen Ball von Gnabry perfekt serviert. Hat nur ein bisschen Glück, dass der Ball vom Innenpfosten ins Tor geht. Aber die Bayern gehen wieder in Führung. Gnabry macht das richtig stark und dann hat er das Auge. Goretzka steht da sehr gut und mit voller Wucht haut er diesen Ball ins Tor rein. Gegen die Richtung, Laufrichtung von Rönnhoff im Tor. Da gibt es nichts zu halten. Und die Bayern damit wieder mit der Führung. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Hier in der alten Försterei. Innerhalb von fast einer Viertelstunde. Drei Tore gesehen. Die erste Stunde ist dann fast nichts passiert mit den Toren. So, und jetzt Achtung, jetzt macht sie wieder. Union Berlin hier wieder auf den Weg Richtung setzen. Und die sind schon wieder drin. Becker. Jetzt muss Bayern aufpassen. Greift hier früh an. Und Upamecano sicher. Oh, wichtig. Wichtig, dass er den hier so sicher und vor allem fair geklärt hat. Nicht, dass es wieder Elfmeter gegeben hätte. So, jetzt die Bayern. Leroy Sané. Frisch auf den Platz. Wird hier erstmal eingeholt. Aber weiter geht's. Goretzka. So, Sané. Die Bayern machen jetzt Druck. Mané in der Mitte leider ins Abseits gelaufen. Und dann Sané zögert zu lange. Schade. So, Kimmich probiert wieder mal, ob er den nächsten Eckball hier schön reinzimmern kann. So. Ecke kommt von Joshua Kimmich. Aber wieder nicht so gut reingetreten. Aber da kommt nur Sadio Mané von hinten. Mané probiert's mit dem Abschluss. Wird energisch gestört. Und deswegen auch keine Gefahr für Rönnhoff, der den Ball sehr gut festhalten kann. So, Gieselmann am Ball. Union Berlin wird hier natürlich nochmal kämpferisch alles reinhauen wollen, um vielleicht doch noch einen Punkt hier mitzunehmen. Wie gesagt, die waren jetzt ja knapp dran. Sind ja schon einmal nach Rückstand zurückgekommen. Und das, oh, gut gemacht, ein bisschen wackelig in der Situation, aber alles gut. Und jetzt die Bayern direkt mit dem nächsten Gegenangriff, aber Sané verliert ihn. Ja, jetzt müssen die Bayern ein bisschen aufpassen. Union Berlin wird mutiger, versucht natürlich jetzt alles, um hier noch einen Punkt mitzunehmen. So, Kimmich, sicher zu der Licht, der zu Musiala, Goretzka. Und erstmal hinten raus, das ist wichtig. Erstmal weit weg vom eigenen Tor.
Und da spielen die Bayern wunderschön hier runter. Sadio Mané, die nächste Chance, vielleicht das Ding jetzt zu entscheiden. Mané, Goretzka hat sich ein bisschen zu weit zurückfallen lassen. Mané mit dem hohen Ball, aber Rönnhoff ist da vor Musiala. 88. Minute. Und nochmal der Ball bei Union Berlin. Bayern versuchen hier den Ball irgendwie vom eigenen Tor fernzuhalten. Da kommt noch Sané mit der Grätsche, trifft zwar den Gegenspieler, aber das Spiel läuft auf Vorteil weiter. Und nochmal die Chance hier. Nochmal die Chance und das ist tatsächlich der Last-Minute-Ausgleich. Das ist tatsächlich der Last-Minute-Ausgleich für Union Berlin. Da sehen die Beine der Abwehr nicht gut aus und kassieren hier in der letzten Sekunde den Ausgleich. Wir schauen mal drauf. Hier Upamecano geht nicht entschlossen genug rein, dann ist er vorbei. Und dann ist das der dicke Bayern-Schock. Union Berlin holt hier tatsächlich das Unentschieden. Die Nachspielzeit ist schon durch und das ist der Schlusspfiff. Mit dem Schlusspfiff, mit dem letzten Angriff, schafft Union Berlin die Sensation gegen die Bayern und holt hier tatsächlich einen Punkt. Und damit, ja, es geht weiter. Die Bayern noch sieglos in dieser Saison. Kein Testspiel gewonnen. Das DFL Supercup-Finale nicht gewonnen. Und hier und heute beim letzten Angriff den Sieg hergeschenkt. Und wenn wir ehrlich sind, die Bayern waren überlegen. Sie waren so überlegen und hätten das Ding hier locker mit 4 Toren gewinnen können. Aber Gieselmann, der letzten Sekunde, haut er das Ding noch rein. Extrem bitter natürlich für die Bayern. Und wir merken schon, diese Saison, es wird kein Zuckerschlecken werden für uns. Das wird eine harte Nummer. Ja, schade. Richtig schade, dass wir hier und heute nicht gewonnen haben. Ja. Wir haben einfach die Chance nicht genutzt, wenn wir ehrlich sind. Wir haben die Chancen einfach nicht genutzt. Und dann kassieren wir mit dem letzten Angriff natürlich und das Gegentor. Bester Spieler heute Gieselmann auf der anderen Seite bei uns. Bester Spieler, ja, Mané, Gnabry, Kimmich. Naja. Gut, ich mache ganz kurz das Interview und dann sehen wir uns gleich wieder zur Tabelle. So, und dann schauen wir uns mal die Tabelle nach dem ersten Spieltag an. Klar, es war der erste Spieltag, es kann noch sehr viel passieren. Trotzdem natürlich gegen Union Berlin. Ah, die hätten gewinnen müssen, wenn wir ehrlich sind. So, also Dortmund momentan auf Platz 1. Es gab einen Haufen Siege. Also Dortmund 4:0 gegen Mainz. Dann haben wir noch Bochum 2:1, Gladbach 1:1 gegen Freiburg. Schalke gewinnt, nachdem sie wieder aufgestiegen sind, 2:1 gegen Hertha. Wolfsburg mit einem 4:0 gegen Köln. Leipzig verliert schon mal gegen Leverkusen. Der FCA verliert gegen Frankfurt. Und die Bayern, wie gesehen, gegen Union Berlin. Leider nur 2:2, also das hätten wir gewinnen müssen, bin ich ganz ehrlich. So, also sieht die Tabelle dann aus. Dortmund auf 1, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen, Schalke, Hoffenheim und Bochum, alle den ersten Spieltag gewonnen. Dann Union Berlin, Bayern, Gladbach und Freiburg unentschieden und die unteren haben verloren. Gut, beim nächsten Mal geht's gegen Gladbach. Das wird, glaube ich, auch kein einfaches Spiel werden. Bei Gladbach in Wirklichkeit auch. Die Bayern oft geärgert hatten die letzten Spiele. Mal gucken, wie es denn dann aussehen wird. Also, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ihr seht schon, es wird eine schwierige Saison werden. Und mal gucken, wie wir die Saison abschließen werden. Ich bin sehr gespannt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen heute. Macht's gut und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.